4 von 8. Okay, hier muss mindestens noch was sein. Ah, Chrono, Chrono. Okay, den habe ich, den habe ich. Das habe ich noch nicht. Die lassen auch echt jeden Plan hier rumliegen. Augentropfenfläschchen. Das heißt, der Typ nimmt das auch. Ich muss wirklich zu den Trockendocks. Irgendeine Ahnung, wie ich dorthin gelange. Die Trockendocks. Ja, ich glaube, ich kenne den Weg. Egal, was du brauchst. Ich helfe dir. Danke. Wenigstens ein freundlicher. Wie wär's mit drücken? Oh, man muss drücken. Okay. Gecheckt. Wir müssen durch dieses Gebäude, um zu den Trockendocks zu kommen. Gott sei Dank bist du okay. Ja, bin ich. Ich bin Jack. Was ist mit dem Typen, den du auf dem Campus getroffen hast? Wo ist mein Chrono? Nein. Nicht wirklich. Jetzt sag nicht, das ist total verrückt, Mann. Oder? Oder? Ich habe Morgan vertraut. Wir können nicht zulassen, dass sie damit durchkommen. Nee, wahrscheinlich da. Au. Unten, oder? Gib mir das an. Ach, da drin. Okay. Ich fasse es nicht. Da kann ich durch die, die Welt Tür? Muss erfahren, was hier passiert ist. Das ich hasse schon durch. Dafür werde ich sorgen. Aber ich will erstmal mein Chrono. Wenn wir hier raus sind, verpfeife ich diese Arschlöcher bei WikiLeaks. Zuerst muss ich allerdings herausfinden, wie WikiLeaks Taschenlampe. Und dann mache ich ihnen ordentlich den Edward Snowden. Hä? Das Tor ist offen. Wirklich? Achso, das war ich gerade. Okay, das Tor schließt sie zu schnell. Nicht unbedingt. Okay. Da Tür, da Tür. Also, wie willst du an dem Tor vorbeikommen? Wahrscheinlich so, wie ich an dem Chronos da rankomme, ne? Übers Dach irgendwie springen. Rätseleinheiten. Spring doch. Haben wir hier. Komme ich in übers Dach irgendwie? Okay. Hui, halt dich doch fest! Au. Okay, da muss ich hin. Wie komme ich da rüber? Ist ja easy, wie ich da rüber komme. Einmal anvisieren. Einmal das. Und einmal das. Oh. Okay. So. Durch. Heilige Scheiße. Du hast gerade... Was bist du? Ein verdammter X-Man? Jupp. Das war... Okay. Iceman. Nicht ausflippen. Das ist, Verdammt abgefahren, Mann. Okay, jetzt bin ich natürlich Zeitman. Okay. Nicht die Reaktion, die ich erwartet hatte. Was denn? Ist doch cool. Ich wusste, dass solche Dinge existieren. Als Taxifahrer habe ich schon so einiges gemacht. Ah, hier gibt's auch was. Auch mit dir. Bist du ein Experiment der Regierung? Haben die dir erzählt, was hier los ist? Nö. Ich weiß nur, was mein Bruder mir erzählt hat. Die Zeit fällt in sich zusammen und Monarch hat irgendwie damit zu tun. Scheiße. Ach, Züge. Kann ich irgendwo her? Nicht so richtig. Was ist das hier für ein... So geht's da. Zack. Joch. Da bring mich zu den Trockendocks, dann finde ich es heraus. Kaboom. Rüber. Her damit. Vier von sieben. Ich will
das eine aber noch irgendwie bekommen. So, lalala. Dass man das nicht in der Luft machen kann. Ist irgendwie cool. Zack, zack. Ist nix. Ja, lass mich doch mal vorbei. Verschlossen. Es muss einen anderen Weg hineingehen. War doch klar. Oh, dort oben ist ein Fenster offen. Echt? Ja, könnte klappen. Warte hier, ich werde es versuchen. Okay. Kletterparcours. Ja, hopp, hoch da. Hier hoch. Okay, Idiot. Kann ich hier irgendwie ziehen, drücken, schieben? Mach ihn doch mit voller Absicht. Ja, weiß ich selber. Ich muss ja aber erstmal da hochkommen. Wieso er hier nicht hochspringt? Du sollst nicht dagegen treten, du sollst da hochgehen. Ja, das klingt nach einer Theorie. Aha. Ich muss zu dem offenen Fenster gelangen. Ja. Echt jetzt? Ja, ich lass mir was einfallen. Ich komme noch nicht mal hier hoch. Das ist doch jetzt echt ein Witz, oder? Kann ich irgendwas machen? Ja, okay. Das funktioniert schon mal nicht. Funktioniert das? Nö. Boah. Das reicht mich jetzt ab. Ja, super. Kann ich verschieben? Vollidiot. Okay. Na. Einmal. Zweimal. Oh, jetzt würde ich gerne darüber kommen. Ich hoffe, das geht. Spring. Ach, ups. Hätte mir ja einer sagen können, ne, dass ich da hoch kann, muss. So, ist hier irgendwas Feines? Nur laufen. So, war doch ganz easy. Haben wir ganz schnell gemacht. Ja, war klar, war klar, war klar. Wirklich jetzt? Okay, kann ich euch wieder hochheben? Ist das noch einer dieser Dinger zum Zurückspulen der Zeit? Ups. Oh! Mein erster Tod und so hirnrissig wie blöd. Oh, wirklich, ey. Hab's kapiert. So, hier stehen bleiben. Ist das noch einer dieser Dinger zum Zurückspulen der Zeit? So langsam verstehe ich's. Ich auch. In Ordnung, das wäre erledigt. Renn da.
Geschafft. Jetzt zur Tür. Eigentlich, genau genommen, nicht. Ich will da rein. Ist hier einer? Mr. Serenes Helikopter ist im Anflug auf. Hey, Clarice. Bist du's? Hier ist HQ Alpha. Charlie, ich hab dir doch gesagt, du sollst den Kanal frei halten. Hey. Okay, Clarice. Ich bin auch noch hier. Ja, ja, warte kurz. Ich hab Aufnahmen von Burke, wie er in A1 seine Wache kalt macht. Jemand hat einen Monarch-Truck offen gelassen. Jetzt überprüfe ich die Kameras in A3. Und entweder schlafen die Wachen oder eben nicht. Wenn du verstehst. Verstehst du's? Joyce. Und alles deutet darauf hin, dass er vorhat, einige super teure Sandbogen zu zerstören. Ich halte weiter nach ihm Ausschau, wollte euch nur schnell warnen, okay? Over und out oder so. Okay. Dies war's. Ne, da ist noch was. Aha, Laserstrahlen aus seinem Arsch. Okay. Freut sich der Weihnachtsmann über diese Kerze. Eigenhändig 7 Squads, so viele waren das doch gar nicht. Aha. Ja, das kann ich. Ja. God-Modus. 6 von 8. Ja. Ja, ich komme ja schon. Taxifahrer. Hi. So langsam wurde ich nervös. Heul nicht. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Oh, hey. Da drüben ist eine Karte. Die kann uns den besten Weg zu den Trockendocks zeigen. Du bist Taxifahrer, müsstest du das nicht eigentlich wissen? Hm, die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Möglicherweise musst du durch den Bereich, den man Ground Zero nennt. Das ist genau die Gegend, in der mein Bruder seine Werkstatt hatte. Dein Bruder, denkst du, er hat etwas mit der ganzen Sache zu tun? Das werde ich herausfinden. Du bleibst besser hier. Ich habe das Gefühl, der nächste Teil wird etwas unangenehm. Okay, unangenehm ist nicht so mein Ding. Aber ich kann dir über das Funkgerät sagen, wie du zu den Trockendocks kommst. Kanal 3. Ich werde die Tür für dich öffnen. Okay. Klingt gut. Bist du jetzt auch noch Hacker? Machst du jetzt auch LPs? PC gehört mir. Okay, was gibt's denn hier? Müll. Noch immer keine Nachricht, wo sich Joyce befindet. Action. Ja. Hab gehört, sein Bruder hat geschrien wie ein kleines Mädchen, als er starb. Wirklich? Wenn er hier auftaucht, kriegt er von mir dieselbe Behandlung. Verdammt! Wer schießt da? Wow! Wie geil! Einfach auf! Ah! Wird angegriffen! Leute, es gibt keinen Ausweg! Einheit unter Beschuss! Wieso nehme ich die Angst aus dem? Magazinwechsel! Ich sterb diesmal nicht, Junge. Zielt er irgendwie nicht, ich glaube. Nick, bist du da? Mein Controller hat den Macke. Sag mir, wo ich hin soll. Die Lagerhalle hat 2 Hälften. Finde den Ausgang, nimm den Weg zur anderen Seite und sag Bescheid, wenn du angekommen bist. In Ordnung. Mach ich. Man kann nicht eigentlich eine dritte Waffe aufnehmen. Kronenfeld! Da war noch was. Genau da. Lass mich raten, die Tür geht nicht auf. Ach, toll. Rotflintenschütze rückt auf den Fax. Was? Arschloch. Übertreib mal nicht. Willst du Ärger? Feuer auf sie.
Okay, jetzt muss ich mal kurz taktisch denken. Das wird ja immer geiler. Wasser? Wo seid denn ihr? Schrott findet ihr nämlich immer noch nicht. Ah, da. Okay, Moment. Okay. Munition? Nee, Schrotflinte brauche ich nicht. Da haben wir doch einen. Ich hab dich gesehen. Na komm. Komm, 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 komm. Was? Wo? Wow! Das zerfetzt die ja richtig. Och nö. Na. Wo? Da ist einer. Headshot. Da ist auch noch einer. Okay. Action. Nein, die Schrotflinte will ich immer noch nicht. Und zack. Boom. Der lebt ja noch. Yeah, das war's. Also gut, Taximann. Wo muss ich lang? Ich heiße übrigens Nick. Hi, Nick. Jack. Okay, auf der oberen Ebene ist eine Tür, die zu einem Skywalk führt. Aber du musst wohl erst die Sicherheitssysteme ausschalten, bevor du sie öffnen kannst. Und wie schaffe ich das? Auf der Karte ist eine schnörkelige Linie eingezeichnet, die von der Tür zu einem großen Quadrat führt. Und von dem Quadrat führen zwei Schnörkellinien zu kleinen Kreisen. Was zum Teufel soll das heißen? Was soll ich hier tun? Ich weiß nicht, Mann. Ich bin nicht der Superheld. Die Tür, Folge der schnörkeligen Linie zu einem Kästchen, mehr komische Linien, Kreise, das Sicherheitssystem wird deaktiviert und fertig. Danke, Nick. Ja, danke.